Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Minecraft Ragnarmod, hier wo ich meine Schmelze gemacht habe. Aber da hinten, da seht ihr wen, der Yogi ist da. Hallo Hallo, Yogi. Krian! Ah, bin nicht mehr alleine. Krian, Hallo. Krian! Wie er sich Ja! freut. Hallo! Hey. Ja, Krian hat mich auf was aufmerksam gemacht. Ich habe hier noch eine einzige Sache nicht angeschlossen, und zwar das wunderbare Gerät, um das Brot auch nass zu machen, damit er schön backen kann. Deswegen müssen wir das natürlich auch noch machen, sonst wird es kein Dough. Ich weiß auch gar nicht, warum das nicht mehr angeschlossen ist. Weil du das Ding verändert hast, du hast die Höhe verändert. Ja, aber ne, ich wusste nicht, dass das da mit dran sitzt. Aber gut, so wird es gewesen sein. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal noch ein, zwei Zahnräder einfach dran machen. Dann sollte das ja Ich passen. glaube, es reicht im Prinzip einfach nur ein Shaft. Ich meine, dass da nicht so viel gefehlt hat. Das heißt Ach, übrigens, der von ich links hoffe auch, ist. dass Leute übrigens gesehen haben, wie du Doe geschrieben hast. Ja, das war. Ich weiß auch nicht, was ich in dem Moment gedacht habe. Das Das war war so geistige also. Umnachtung Level 5 Milliarden. Das war. War geil, ne? Ich weiß. Mir wäre ein anderes Wort eingefallen, aber okay. Das andere Wort schreibt man bestimmt auch. Doom. Doom. Ich hätte gesagt, eigentlich peinlich, aber okay. Achso, ich hätte jetzt dumm gedacht. Nee, so Gut, assi bin ich nicht. Krian hat gemeint, wir brauchen Energie. Ja, die Frage ist halt, also ich mag natürlich hier diese Drawer, die mag ich so oder so, aber die Frage ist, soll ich jetzt hier wirklich ein Lager mit Drawer-System aufbauen? Oder gehen wir gleich den nächsten Schritt und sagen, wir gehen auf die elektronische Version? Ja, wegen mir können wir auf die elektronische Version gehen. Weil ich hatte ja eigentlich gedacht, gut, ich mache jetzt noch einen Eisengenerator, also eine Eisenfarm. Aber sind wir mal ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass wir aktuell viel Eisen brauchen. Sprich, ich wäre auch bereit für neue Dinge und ne, könnt mir vorstellen, hier generatortechnisch was zu basteln. Ja, das Problem ist nur. Ja, brauchen wir wieder teure Dinge, ich weiß. Ja, wir brauchen Induction-Smelter. An welchem Generator hattest du denn gedacht? Ja, also die Frage ist ja, was für einen Strom brauchen wir? Also ich denke, Wie? dass eigentlich alles, es gibt verschiedene Arten von Strom. Es gibt AE-Energie und RF-Energie. Dazu gibt es die Drehenergie, die mit deinem Create gemacht wird. Dann gibt es Es noch. gibt auch noch Richtig, FE-Energie. es gibt verschiedene Energien. Können wir die Drehenergie, die können wir nicht in irgendwie in eine Batterie speichern, oder? Nein. Okay. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, dass es eine Mod-Verbindung gibt zwischen der Drehenergie von Create und der Stromenergie, die wir brauchen. Alternative, die wir machen könnten, um es ein bisschen zu verbinden, um Strom zu generieren, wäre der Stirling-Dynamo. Weil der macht Strom über Verbrennung. Zumindest hat er das in einem Okay. anderen Modpack gemacht. Da könnten wir also dann dementsprechend eine Baumfarm mit Create bauen, die automatisch alles verbrennt und Energie macht. Das Ganze dann in so Zellen reinspeichert, damit wir den Strom jetzt schon generieren können und dann einfach in Redstone-Fluxzellen speichern können. Ja. Das wäre eine Alternative und auch. Abgesehen, das war das andere Ding, was ich hatte. Wir brauchen dafür ein Zahnrad oder mehrere Zahnräder. Und für die Zahnräder wiederum brauchen wir die Multiservopresse. Ja, wir brauchen halt immer wieder diese blöden Metallpressen oder so. Das heißt, man müsste auch noch hier in Immersive Engineering reingehen. Ich gehe da jetzt reinkriegen. Einfach mal reingehen. Fangen wir doch mal an. Immersive Engineering. Ich brauche erstmal irgendwo einen Anfang. Ja, das Problem ist halt damit, dann müssen wir wieder ein komplett neues Mod-Ding aufstellen. Ich glaube Ja, nicht, dass ich. ich bin ja jetzt ansatzweise in Mods reingekommen und jetzt entdecke ich hier neue Dinge. Das ist doch in Ordnung. Ja, aber du hast ja noch nicht mal Create irgendwie weitergemacht. Du hast noch keine Baumfarm damit gebaut, damit wir unendlich Holz haben. Ja, aber das sind ja alles Dinge, die ähnlich laufen.
Und warum sollen wir was machen, was wir nicht brauchen? Hä? Was brauchen wir denn nicht? Unendlich Holz. Ja, Holz brauchen wir schon. Ja, aber unendlich? Also ich meine, wir haben die Mod, dass wir mit einem Schlag da was umbauen, solange wir jetzt keinen holzbetriebenen Generator haben. Ja, aber gibt's ja einen Stirling-Generator, um Strom zu erzeugen. Ja gut, das wäre natürlich auch eine Option, aber Ja, dafür brauchen wir ja den Holz. Also, ich Das ist wäre das, aber, was wie ich gesagt, gesagt habe. ist das Immersive Engineering, das der Stirling? Nein. Der Okay. Stirling-Generator ist, glaube ich, Thermal. Ja, ne, das wäre halt die Frage, mit was, wo wollen wir reingehen? Weil in Immersive Engineering gibt es ja bestimmt auch einen Generator. Das ist Wahrscheinlich aber gibt ein es da. anderer. Da kannst du theoretisch mit Windenergie Ah, arbeiten. Da ist musst du ja krass. Stromkabel verlegen. Ist auch nicht gerade. Das ist auch wieder, wenn du das öffnest, hast du wieder die Pandora-Box geöffnet, quasi. Also eher nicht Immersive Engineering. Aber kann man machen. Ist auch lustig. Das habe ich auf einem anderen Server gemacht. Aber ist halt riesig. Wir haben lautere Baustellen offen. Keine wirklich verwendet. Oder durchgezogen bisher, das ist das Problem. Was ich halt gern gemacht hätte, wäre das Ganze über Numismatic Dynamo machen, aber es gibt keine Trading Station, um an das Geld zu kommen. Das wäre geschenkt gewesen. Aber leider gibt es das nicht. So wie ich das gesehen habe. Es ist halt schwierig, weißt du? Es ist halt schwierig. Ja, dann Also wir brauchen auf jeden Fall von Thermal viele der Elektronikgeräte. und Tömmel, 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 Aber Tömmel. dafür brauchen wir halt wiederum diese blöden Gears und für die Gears brauchen wir wiederum die Multi-Servo. Macht der das automatisch oder braucht man dieses Gear-Working-Die? Ich glaube, das braucht man. Und das bekommt man wiederum nur mit Hilfe eines Gears. Und für ein Gear brauchst du wiederum dieses Teil. Das ist oder ein Casting-Table. Ah, wir brauchen also irgendwie ein Gear. Welches Gear brauchst du denn? Wir brauchen verschiedene. Man braucht Eisengier, Invergier, Können Diamantgier. wir die nicht gießen? Dafür brauchen wir aber eins, um die Form zu machen. Weißt du, wir brauchen eins davon, um die Form zu machen, damit wir es immer wieder machen können. Okay. Und wir haben, Macht Sinn. dummerweise haben wir auch kein, kein, also wir haben, soweit ich das sehe, kein Gier. Und die können wir auch nur auf der Engineers Workbench können wir die machen. Ja, die könnte man dafür machen, aber damit du die machen kannst, brauchst du wiederum Energie. Dafür brauchst du erst wieder. Da musst du mit Immersive Engineering anfangen. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Was sind denn treated wood planks? Ist mit Öl. Weil bei dem Immersive Engineering hast du quasi einen großen Coke-Ofen. Und damit erzeugst du quasi dann eben Öl und mit dem Öl musst du das Holz bearbeiten, damit es dann dieses Ding hat, was du da brauchst. Es ist, wie gesagt, es ist eine Pandoras Box, wenn du das öffnest. Okay. Das ist halt genau das, was ich dann jetzt nicht unbedingt wollte, weil damit öffnen wir ganz viele neue Sachen und wir haben die Sachen, die wir aktuell angefangen haben, noch nicht mehr in irgendeiner Art und Weise wirklich verfolgt. Das ist korrekt. Das ist das Problem, wenn man nicht Dann genau baue ich jetzt weiß, erstmal was eine tun. neue Farm. Sollen wir hier ausgehen? Hier, so, Moment. Ist das Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist perfekt. Dann können wir hier den Slave Controller hinmachen. So. Das würde so gehen. Es ist halt echt schwierig. Wenn man die ganzen Mods kennt, kannst du sicherlich alles. Ja gut, dann kannst du alles bam, 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 das ist ja klar. Aber so ist es. Ich So ist es ein weiß nicht. bisschen meh.
Ja, so in etwa. So, du bist Eisen, das finde ich gut. Guck mal, wenn wir das jetzt hier einfach hier so als Doppeltlein machen. Könntest du bitte ge weggehen, Goblin? Du bist echt nervig, weißt du das? Ah, ich erinnere mich. Dafür wollte ich ein Gier haben. Ich habe nämlich eben gedacht, so für was wollte ich denn ein Gier mal haben? Jetzt ist er wegteleportiert. Sehr gut. Ich habe ihn lang genug beleidigt. Endlich! Es hatte einen Sinn. So, nehmen wir uns die hier mal mit. Die Reihe. Das ist eigentlich so ein Zeug, das brauchen wir häufig, hätte ich gesagt. Das jetzt nicht unbedingt, aber Dirt, wobei Dirt brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich häufig, oder? Nö, aber wir werden früher oder später vermutlich viel davon haben, sagen wir es mal so rum. Du wolltest da einen Igneous Extruder machen. Ja, brauche ich aber auch ein Gear für. Echt? Ja. Gibt auch keinen Alternativbauplan. Nö, ich brauche, also es gibt zwei Baupläne, einen in Automatic Shape Crafting und einen in normalen Crafting und bei beiden brauche ich ein Constant Gear und für ein Constant Gear brauche ich entweder die Genau. Metal Press. Es ist exakt dasselbe Problem, das ich auch habe. Es ist so blöd. Richtig. Finden wir, haben wir vielleicht irgendwo durch Zufall mal ein Ding Warte, gefunden? ich gucke jetzt die Kisten hier durch. Weil wir es Kein vielleicht Gear. gelootet haben. Ja, das ist. Ich meine, ich kann auch So. anders einen Cobblestone-Generator machen, so ist nett, aber. Weil der Naja, schon. Cobblestone-Generator ist halt auch genial, wenn wir dann irgendwann, als ob wir das irgendwann schaffen würden, auf den diesen Table da, dieses Tablet kommen. Ich weiß nicht, ich kann mir nie merken, wie das heißt. Das UI-Tablet. Ja, dieses. Also das für die Ja, genau. hier nicht ME, Transmutation sondern. für das Transmutation Table. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar von den Dingern. Wie viele Monster Drops gibt es denn? Wir hätten Ja. hier eine Kiste mit Monster Drops. Ich würde nämlich dann gerne solche Multi-Dinger machen, dass wir die Monster Drops zusammen irgendwo stehen haben. Also es gibt Bones, Bones, Bones. Ja, es gibt viele. Machen wir mal ein paar von den Drawern. Wir gehen einfach auf ein Tor-System. Es ist zwar riesig platztechnisch, aber. Ja, mein. So, brauchen wir einfach nur Kisten und Planks. Ich will das mit Dark Oak machen, weil Dark Oak ist das beste Oak. Dark Oak ist das beste Oak. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Also, ne, es gibt ja noch das helle Oak, also das ist ja auch ganz Ja, nett. es gibt das Heller, das ist richtig, aber es ist halt hässlich. Also man kann es nutzen, ist aber dann halt scheiße. Ach, so ist das. So, kurz mal hier ein bisschen von dem Stoff besorgen hier. Haben wir hier. Ich tue mal neue Bäume pflanzen von den Dark Oak. Ich habe relativ viel letztes Mal gemacht, also 3, 4 Stacks oder so. Ja, aber Hast du das die ist schon noch alle nichts. genutzt? Nee, noch nicht, aber. Okay. Das ist nix, sagt er da. Dark Oak. Vielleicht haben wir nur drei Dark Oak Saplinge. Das klingt schon mal illegal, Krian. Ja, finde Bist ich du in der auch. Truhe, wo auch die anderen sind? Da sind Spruce und Oak noch in der anderen Kiste. Also dieses Ability Totem, was mir die unendliche Breathability da gibt, das ist ultra geil. Es ist so angenehm tauchen zu können, ohne zu denken, oh, ich gleich sterbe ich, oh, scheiße. Es ist echt. So, machen wir hier mal so ein paar von den blöden Kisten. So, dann machen wir die hier hin, die hier hin und dann machen wir das so. Das sind Viererpack. Das sind 2x2, genau. Davon will ich ein paar haben. So. Es waren zwei nebeneinander, oder? Machen wir so eine Lage von den Dingern. Dann brauchen wir die Oh, sechs. Upgrades. Okay. Die Upgrades für die hier. 32-fach. Wie viel haben wir? 8 Stacks. 8 mal 32 wäre 200 noch was. 240, 200, das ist ein bisschen viel, oder?
Wobei andererseits, wir haben Obsidian ohne Ende. Ja, machen wir. Geschenkt. Wir haben so viel Obsidian. Ich hätte sonst auch noch mal 24 Obsidian einstecken. Ja, ich meine, da hinten haben wir die riesen Türme und mit dem Rain Miner kriegen die ja auch innerhalb von Sekunden komplett abgebaut. Ja. Also es ist auch gar kein Problem mehr, an Obsidian zu kommen. Nö, das ist... Dann können wir das auf jeden easy Fall machen. Peasy lemons, crazy. Dann ist es kein so großer Verlust. Habe ich den da mitgenommen? Da. Das Purge-Teil. So. Wir brauchen ein paar von den Upgrades. Zack. Zack, zack. Bumm. 12 Stück reichen erstmal. Obsidian habe ich auch noch ein paar dabei. 21 reichen aber jetzt nicht so extrem. Ich bin froh, wenn der ganze Kram hier endlich komplett eingeräumt ist. Ja. Weil das ist einfach nur absolut grausam. Mutz! Oh nee. Hä, Void will ich nicht. Das Falsche. Ah, brauche ich Emerald. Ich habe mir schon gedacht, das ist zu schön, um wahr zu sein. Obsidian lässt zerstören. Macht das nicht so groß. Wie viel brauchen wir? Ach, zwei Stück davon. Ah, können wir machen. Opfern wir halt ein paar Emeralds. Oh, Emerald. Amis. Ist da noch einen drunter? So, die dahin, die Stick ist hierhin und bumm. Sein Kron für den hier. Ja, gibt es. Logischerweise mein Förderband. Oben war noch. Ich habe mal die Türen entfernt. Ja. Weil das nervt mich, wenn ich da immer wieder... Hey, warum ist hier ein Creeper auf einmal gekommen? Der war bei dir. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich die Explosion bei mir höre. Ja, jetzt ist ja auch überall so schwarze Bubble in der Luft. Ich penne mal gerade eine Runde. Ja, ich habe hier noch einen Creeper. Ja. Kein Problem, kein Problem. Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt machen wir hier... Tatsächlich haben wir hier dieses Anti-Blast drauf. Lassen wir hier, ich glaube, die beiden machen wir noch weg, dass wir hier außen auch zwei frei haben. Oder? So. Dass wir hier zwei frei haben, um lang zu gehen. Ich finde das eigentlich immer ganz wichtig. Um lang zu gehen? Ja, dass man hier eben deine Fenster nicht blockiert. Dass man sich vor allem da nicht so durchzwängen muss. Ich bin da ganz auf deiner Seite. So, mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt wird da ein bisschen rumgeräumt. Ist zwar nervig, aber... 1, 2, Polizei. Es muss halt gemacht werden. Eigentlich wäre das auch was wir offscreen machen sollten, oder? Sortieren? Ja. Wäre auf jeden Fall eine Option. Was suche ich denn nochmal? Achso, ich suche meine Casings da. Ja, ich mein, das machen auch. Wir offscreen. Das blöde Sortieren. Ich glaube, das will keiner von euch sehen. Also ist die Frage, was machen wir dann jetzt Sinnvolles? Also ich würde jetzt hier so einen Cobblestone Miner bauen. Soll ich dir da drüben dann auch mal eine Baumfarm bauen mit Create? Kannst du auch machen. Dann ja, komm, ich mach's beides hier. Da und dann spiel mir halt beides. Mal ein bisschen, spiel mir ein bisschen mit Create, weil das ist was wir auch was machen können. Da sieht man dann auch Fortschritt. Was immer gut ist. So, dich brauche ich. Dich brauche ich. Den Stuff nehme ich mit. Dann können wir auch eigentlich gleich noch überlegen, ob wir eine Gummifabrik gleich machen wollen. Aha. Damit. Brauchst du irgendwas von hier vorne für hinten für Create? Braucht man da hast was du oder da hast du Cockwheels? Hast du Cockwheels da liegen? Nee, ich glaube ein. Aber ich glaube, ich muss den Großteil muss ich jetzt wieder neu machen an Sachen, die ich brauche, weil ich habe eigentlich nichts mehr hier hinten, wenn ich das richtig sehe.
Auch gerade schon Zeug für Förderbänder. Ich habe so viel Kram in meinem Rucksack. Und dann können wir das nach und nach machen. Aber wenn wir zusammen bauen, das gibt es ja als nächste Folge, weil diese Folge ist vorbei. Dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.